Mom, wie schaut's denn bei dir aus? Brauchst dich nicht aufregen, nein. Alles gut, alles gut. Bei dir piept's, ja? Uiuiui, ja? Oh ja, ich bin's doch nur. Hm? Darf ich mal drunter schauen? Hm? Ohne, dass du mich hackst? Oh, da spüre ich ja schon was. Oh ja. Oh, schau mal hier. Was sind die Kleinen? Hm? Ja, ist die Kleinen. Hm? Oh ja. So, schau hier. Hopp. Aber weißt du was? Guck mal hier. Ja. Ach ja. So viele kleine Küken. Ich glaube, die restlichen Eier können wir wegtun. Hm? Ja. Ja, super. Hm? Wie viel haben wir denn? 2, 4, 5, 6. Immerhin 6. Ja. 6 kleine Wuslis. 7. Einer auf dem Rücken. Was sind die süß? Jo. Oh, ist dir kalt, hä? Komm schnell wieder runter, mach mal's Po. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Aus den Eiern ist leider nichts geworden. Die kommen weg. Schade. Und das hier sind Eier von anderen. Die packe ich ein. Die sind unbefruchtet, meine Liebe. Ja. So, ihr Süßen. Jetzt habe ich euch ein neues Nest gemacht. Ihr dürft jetzt hier hin. Nimmst du den neuen Platz an? Hey, bist du neugierig? Hm? Na, ihr? Der Pute, der habe ich jetzt ein neues Nest gebaut, hier unten. Sie waren vorher hier oben in der Futterraufe. Ja, da hat sie gebrütet, hier drin. Wird gleich mal inspiziert, was da so war. Da und hier oben, da könnten die Kleinen runterfallen. Und außerdem müssen sie ja früher oder später was essen. Und das gibt's halt hier unten. Und die restlichen Eier, die kommen jetzt tatsächlich auf den Kompost. Man könnte es piepsen hören im Ei, wenn sich da was entwickelt hätte. Aber ist jetzt zu lange her, sind 3 Tage überfällig. Da kommt nichts mehr. Die werde ich jetzt aufschlagen und im Kompost geben. Das werde ich nicht filmen. Also manche haben schon ganz schön gestunken, einfach weil sie verfault waren. Das passiert einfach, ist ganz normal. Hey, was sagt ihr dazu? Also der Umzug scheint prima funktioniert zu haben. Damit die Kleinen gut an Trinken kommen, habe ich ihnen hier so einen Untersetzer hingestellt mit Wasser drin. Es ist nicht tief, da können sie auf keinen Fall ertrinken, aber sie kommen an Wasser ran. Und das gleiche gilt für Futter. Da mache ich ziemlich viel rein, denn die anderen Hühner, die werden da ja mitfressen. Jetzt gehe ich jeden Tag her, bringe euch was. Und zwar auch so richtig schönes Kükenfutter. Das ich natürlich selber mache. Was ist denn das für ein Geräusch? Alles gut mit dir? Hahn, alles okay? Ja, euch geht's gut. Hm?
Ah, Mann, es ist so schade. Es hat leider nicht funktioniert mit den Küken. Sie sind alle tot. Warum? Ja, die Pute, die war ja hier oben in der Futterraufe. Da hat sie gebrütet. Als die Jungen dann alle geschlüpft waren, habe ich sie runter, ihnen hier unten im Stall ein Nest gebaut. Und dort ist sie auch super geblieben, auf den Jungen gesessen, hat sie rumgeführt. Ich habe ihnen zu trinken gegeben und Wasser gegeben. Es hat gut funktioniert. Und in der Nacht muss es so gewesen sein, da geht die Pute wieder zurück auf ihr Nest, anstatt bei den Küken zu bleiben. Ich habe den Carsten nochmal gefragt, der sich damit ja sehr gut auskennt. Er meinte, ja, das ist so, das hätte ich nicht machen dürfen oder die Pute richtig einsperren auf dem Boden. Der Hahn, der kräht auch schon. Er ist mittlerweile erwachsen geworden, aber ich habe ihn noch nicht aufsitzen sehen auf die Hennen. Also ich glaube, es klappt noch nicht mit eigenen Bruteiern. Ich werde mir also noch mal eigene Bruteier besorgen und hoffen, dass die Pute weiter brütet. Es tut mir im Herzen weh. 9 kleine Küken tot, wirklich schade. Ja, und sollte es nicht funktionieren mit der Pute, dann werde ich die Bruteier einfach in meinen Brutkasten stecken und sie so ausbrüten. Oder mit etwas Glück brütet Madame hier. Hm? Brütest du? Oh Mann, sowas tut einfach immer weh. Euch werde ich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich werde schauen, dass ich neue Bruteier organisiert kriege. Und mal schauen, ob es das annimmt. Die toten Küken, die sind in der Tiefkühle gelandet bei einer Freundin. Die zieht Greifvögel groß und so dienen die Küken immerhin noch als Futter. Es hört sich grausam an, aber ich finde es immer noch besser, als die Küken ja, über den Müll zu entsorgen. Und so dienen sie immerhin noch der Natur. Andrea mit ihrem YouTube-Kanal verlinke ich euch da oben in der Ecke. Ich habe nochmal Bruteier bekommen von derselben Nachbarin. Vielen Dank außerdem dafür. Und die Pute wollte sie nicht mehr haben. Die hat fertig gebrütet. Sie gluckt nicht mehr. Deswegen habe ich hier meinen Brutautomaten angeworfen. Ein Bruja 3000. Hier kann ich die Temperatur einstellen. Und hinter dem zweiten Stromkabel verbirgt sich so ein Motor. Der dreht sich und wendet damit automatisch die Eier. Und ich muss nur einmal am Tag für 10 Minuten lüften. Das brauchen die für ihre Entwicklung, dieses kurze Runterkühlen und dann wieder wärmen. Man soll nicht vergessen, den Deckel wieder drauf machen. Deswegen stelle ich immer meine Eieruhr. Ein Film dazu, wie man von so einem Ei mit Hilfe von so einem Brutautomaten hier zum Küken kommt, habe ich schon gemacht. Zeige ich euch da oben in der Ecke. So, dann mache ich die Klappe wieder zu. 10 Minuten sind rum. Stecker in die Steckdose. Und jetzt hoffe ich mal, dass es klappt. Es tut mir so leid um die Küken. Wirklich schade, die waren so süß. Die Pute darf man einfach nicht versetzen oder sie soll gleich auf dem Boden brüten, denn Carsten meinte, es sind Bodenbrüter. Die brüten nicht irgendwo oben in einem Nest, das sei unnatürlich. Bei Hühnern klappt es gut. Da habe ich das schon oft gemacht, dass die Hühner da oben gegluckt haben. Und später dann sind sie unten gelaufen mit den Küken und sie haben da weiter die Küken gewärmt, wo sie gerade waren. Bei der Pute funktioniert das nicht. Die lassen lieber die Küken erfrieren, als dass sie sich das Nest ändern. Schade, Mensch, wirklich schade. Aber ich schaue nach vorne. Ich habe hier jetzt wieder 22 Eier drin. Da werde ich hoffentlich einen schönen Nachwuchs haben. Ich zeige euch mal, wie die Hühner in ungefähr aussehen werden.
so schön. Das ist mal ein richtiger Winter. Minus 10 Grad, Schnee, eisig. Freundin hat geschrieben, rettet das Huhn. Bin ich ja kein großer Fan von, weil meiner Meinung nach unterstützt man damit das System auch noch. Lieber selber Hennen halten, wenn das möglich ist, alte Rassen, anstatt denen die Hennen abzunehmen, dann müssen sie nicht mal mehr schlachten oder entsorgen. Lieber denen die Grundlage entziehen. Aber hier sehe ich gerade, ist es was anderes, denn der muss Corona-bedingt die Hühner abgeben. Bei mir in der Nähe, da rufe ich jetzt mal an. Ja, guten Morgen, hier ist Rigotti. Bin ich da richtig beim Hühnerbetrieb? Ja. Ja, ich habe gelesen, dass Sie Hühner loswerden müssen. Wir haben aber schon alle reserviert. Also seit halb früh um 6 Uhr klingelt, wenn die volle Resonanz. Dann ist alles schon weg, ja? Ich will nochmal sagen, alle reserviert. Da sind noch 400, aber alle reserviert. Okay, dank Ihnen. Gut, wiederhören. So. Tja. Alle Hühner schon reserviert. Schade. Was heißt schade? Gute Sache. Das heißt, das Ganze funktioniert. Die Hühner sind reserviert. Die Leute holen das ab. Über 400 Hühner. Spitze. Und weiter geht's mit der Saatgutverlosung. Gut, dass ihr dran geblieben seid, denn ich verlose ja Saatgut wie fast jedes Jahr. Geht dann an euch raus. Und ich habe einige Leute ausgewählt. Die lese ich jetzt mal vor. Es sind Amir M. Andreas Kempe, Andi 4201, Annette M. Wien, Anoke, Carina 1985, Carsten Tönjes, Klaut, Daniela Richter, David Piel, De Scheng Flönz, die Biene, Grüße, die Neuendorfer Sucher, Jessica Saar, Kai Schrammeck, LS Gamer, Manuel, Manuela Graf, Marita Hüttner, Marius Müller, Martin Meyer, Nachhilfe mit Profil, NatureD, Projekt Haus und Hof, Rebekkas glücklicher Garten, Rinzi, Robi, Tobi, Tüt, Robi, Tobi und das Flieber Tüt kenne ich noch, sehr schön gewesen als Kind, Stefan Thuner, Steffen Schubert und Twiggle P. Herzlichen Glückwunsch. Ihr schreibt mir bitte alle eine E-Mail. Meine E-Mail findet ihr wie immer in der Kanalinfo. Und in der E-Mail schreibt ihr mir einfach eure Adresse. Ich werde euch antworten mit einem Code und den Code schreibt ihr bitte unter euren Kommentar in diesem Video hier. Dann bin ich sicher, ihr seid es auch, die ich ausgewählt habe. Und dann geht das Saatgut an euch raus. Nicht zu früh anfangen bitte. Denkt dran, Tomaten, März, April reicht locker aus. Tut euch das nicht an, viel zu früh anzufangen. Macht nicht den Fehler, wie viele anderen auch. Schaut mal das schöne Bild an hier, habe ich bekommen. Mit einem total netten Brief. Hier mit ganz vielen Marienkäfer drauf. Ist das nicht nett? Und es schreibt, hallo Rigotti, mein Name ist Luisa.
Luisa. Ich bin 5 Jahre alt und ich komme aus Gerbstedt. Zusammen mit meinem Papa gucke ich regelmäßig deinen Kanal und ich bin begeistert, was du immer kochst. Ich würde mich freuen, wenn du mein selbstgemaltes Bild in einem deiner Videos zeigen würdest. Dieses Jahr will mein Papa auch viele verschiedene Tomaten vom Tomatenflüsterer anbauen. Liebe Grüße, dein Fan Luisa. Vielen lieben Dank für den netten Brief, so schön gestaltet. Vielen Dank für das schöne Bild mit dem Rigotti drauf. Finde ich total klasse. Ein Paket, da duftet's raus. Boah, mit Brief von Eva. Ich habe dir selbstgemachte Seife geschickt. Herstellung nur aus biologischen Zutaten. Eva, vielen herzlichen Dank, klasse. Eva schreibt noch wegen der Facebook-Rigotti-Gruppe, dass sie da sehr gerne ist und sie konnte dort fantastisches Saatgut gegen Seife eintauschen. Und auch für diese Gelegenheit sagt sie Danke. Ich sehe mit Freude deine Videos und finde dich sehr vielfältig und einfach super und sympathisch und deine Umgehensweise mit den Widrigkeiten des Internets finde ich echt klasse. Vielen Dank. Ja, das ist tatsächlich nicht immer einfach, aber eine Herausforderung. Danke für deinen nachhaltigen Input. Mögen dir die Ideen nie ausgehen und Luzi nie die Sonnenplätzchen. Finde ich total klasse. Ich finde auch sehr nett, dass du nicht schreibst, dass ich mich nicht ändern soll. Denn Änderung ist immer. Ich werde älter, ich werde anders. Mein erstes Video im Vergleich zu jetzt. Ich habe mich mit jedem Video geändert. Also bitte seht's mir nach, wenn ich mich ändere. Ich ändere mich gerne. Eva, vielen Dank. Zweimal Seife, herzlichen Dank. Dann habe ich noch ein Paket bekommen von Gräfe und Unzer. Das mache ich mal auf. Ich weiß schon, was drin ist oder ich kann es ahnen. Genau. Lieber Herr Rigotti, mit besten Grüßen des Autors senden wir Ihnen ein Buch Selbstversorgung. Falls Sie Rückfragen haben, melden Sie sich gerne. Luise. Schade, nicht vom Ralf selber signiert oder irgendwas dazu geschrieben. So ist er halt, der alte Stinkstiefel Ralf, ihr kennt ihn. Er hat ein Buch geschrieben, da werde ich jetzt mal reinschauen und in einem der nächsten Videos eine Rezension machen, ob das gut ist, lesenswert oder nicht. Aber ich denke, der Ralf, der ist so unterhaltsam und gut. Er ist ja der YouTube-König nach wie vor und werde ich mir anschauen. Ralf, falls du zuschaust, vielen Dank fürs Rezensionsexemplar und viel Erfolg mit deinem Buch. Und noch was habe ich bekommen, einen Umschlag. Ich habe ja vor kurzem eine Flasche Shampoos mit meiner Frau aufgemacht. Darum geht's, aber auch dazu mehr in einem der nächsten Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen rauf von euch, wie immer. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti, der froh ist, wenn er endlich mal wieder in den Garten kann. Denn im Moment viel Schnee und saukalt. Tschüss.